Es ist Donnerstag, der 13. September 2018. Hier ist eine Aufnahme für die Sendung Macht und Menschenrechte bei unserem Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Freeman von Alle Schall und Rauch. Hallo Freeman. Hallo Volker und Sarah. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass wir heute wieder ein Gespräch führen können. Ja. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Es geht um Syrien und ja darum, was man machen kann, was wir beitragen können, um diese Lage zu entschärfen, was jeder von uns beitragen kann und auch, dass die Lage, wie brisant die Lage tatsächlich ist. Ja. Ja, ihr seid ja, du Volker und deine Lebenspartnerin Sarah sind ja darauf spezialisiert, von der rechtlichen Seite her zu versuchen, für Frieden zu sorgen, nicht? Als Friedensaktivisten, ist das richtig? Ja, wir haben es mit verschiedenen Verfassungsklagen versucht, 3 Anläufe gegen Beschluss vom Bundestag zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr mit unterschiedlichen Klägern, hat zumindest eine Menge beigetragen zur Bewusstwerdung von Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit, wie gefährlich und eskalationsgefährlich dieser Konflikt ist, auch wenn das Gericht sich leider gedrückt hat. Jetzt kann man nicht innerhalb von Tagen eine neue Verfassungsklage aus dem Boden stampfen. Das dürfte schwer sein. Vor allem braucht man einen Angriffsgegenstand. Das wäre ja, wenn jetzt hier in Deutschland entweder die Bundesregierung am Parlament vorbei sich an Luftangriffen gegen Syrien beteiligt, gegen syrische Regierungstruppen, oder das Parlament denen zustimmt. Dann hätten wir im deutschen Rechtsraum einen Angriffsgegenstand. Aber ob man sowas rechtzeitig einreicht, bevor es eskaliert, und ob das Gericht sich vielleicht dann wieder drückt oder ob es diesmal den Ernst der Lage wirklich begreifen will, das steht natürlich in Sternen. Wie viel Zeit hat man dann? Ja, richtig. Es ist ja so, dass ja die von der Leyen und auch die Merkel jetzt gesagt haben, dass sie durchaus bereit sind, bei einem sogenannten Chemiewaffeneinsatz in Syrien die Bundeswehr einzusetzen, ja. Und da wären wir rechtlich ja von Anfang an mit drin. Militärisch war unser Beitrag natürlich geringer als von USA, Frankreich und Großbritannien, aber wir wären rechtlich als Angreifer direkt mit drin. Und was mir echt Sorge macht, am 21. August haben wir, was eigentlich ein Gedenken auf den ersten Blick hätte sein sollen, an den Chemiewaffenzwischenfall von vor 5 Jahren, der schon beinahe zum Weltkrieg eskaliert wäre. Da hat man bekräftigt, ihre Exzellenzen, die Regierungschefs von USA, Großbritannien und Frankreich, dass sie erneut handeln würden, so wie sie es im April diesen Jahres getan haben und wie es Gott sei Dank dann nicht zur Eskalation geführt hat. Ich denke mal, auch deshalb, weil es nicht so viel Tote gegeben hat und es eher dann letztendlich symbolisch geblieben ist. Aber sie hören sich an, als ob das diesmal nicht mehr der Fall sein sollte. Und es lag auch daran, dass die Russen bzw. Präsident Putin sich sehr zurückgehalten hat. Und, ja, und ich glaube, das Pentagon hat ja auch dann versucht, die Eskalationsrisiken zu verringern, dass man zumindest keine russischen Truppen trifft. Jetzt wird ja laut drüber nachgedacht, ob man auch direkt gezielt iranische und russische Truppen treffen will. Und es gibt ja Nachrichten auch, hast du auch bei Alle Schall und Rauch ja gestern gebracht, dass die Videos der Chemiewaffenattacke schon gedreht seien und also von dieser Propagandaorganisation Weißhelme und Zusammenarbeit mit Dschihadisten. Ich habe jetzt heute bei Fars News, der iranischen Nachrichtenagentur, oder einer iranischen Nachrichtenagentur gelesen, die berufen sich auf Al-Mayadeen, was glaube ich ein libanesisches Medium ist, dass sie noch am Drehen wären. Aber es kann auch sein, dass der von Al-Mayadeen vielleicht 1-2 Tage älter ist, also dass die Aufnahmen tatsächlich jetzt alle abgeschlossen sind. Richtig, ja. Und die Drohungen von seitens von der Trump-Regierung sind ja massiv gestiegen, auch von der UN-Botschafterin von Amerika, die hat ja wieder wiederholt und so weiter. Es geht ja sogar so weit, dass sie angreifen wollen, auch wenn kein Chemiewaffeneinsatz kommt. Alleine
die letzte Nachricht ist, alleine wenn die syrische Armee Idlib angreift, reicht das schon, um einen Gegenangriff zu machen. Dazwischen hieß es noch, wenn sie ein Massaker veranstalten, das war vor ein paar Tagen beim Mintpress News. Ja, und jetzt schon, wenn sie überhaupt Idlib angreifen. Es hat sich immer mehr die Schwelle herabgesenkt, was dort mitgeteilt wird. Genau, und ich habe mir jetzt länger überlegt, warum die das machen. Und ich glaube, ich bin auf den Grund gekommen, warum sie diese Drohungen gegenüber Syrien und Russland aussprechen, was Idlib betrifft. Und es geht um Folgendes. Es sind ja über 30.000 Terroristen in Idlib da drin in diesem Kessel. Ja? Denn in den ganzen Zeit davor wurden die einzelnen Terroristengruppen wurde ihnen ja die Ausreise erlaubt und man hat sie in Idlib konzentriert. Also sie befinden sich jetzt praktisch alle in Idlib. Und der Grund, warum jetzt diese ganze Drohung ist, weil man nicht weiß, also die sogenannte Viererbande, ich nenne sie Viererbande, also Amerika, die Briten, die Franzosen und jetzt auch die Deutschen, wissen nicht, was sie mit 30.000, 40.000 Terroristen machen sollen. Weil sie müssen die ja irgendwo unterbringen, wenn die aus Idlib dann flüchten. Versteht ihr, was ich sagen will? Sie müssen praktisch das Gleiche durchziehen, was sie mit den weißen Helmen gemacht haben, im Süden von Syrien. Das heißt, die wurden ja von Israel über die Grenze gelassen und dann nach Jordanien gebracht, von wo sie dann in die einzelnen westlichen Länder verteilt werden, unter anderem auch in Deutschland. Das waren ja jetzt, sagen wir mal, ein paar hundert von diesen weißen Helmen. Aber was will man mit diesen 30.000 bis 40.000 Terroristen machen? Und deswegen will man nicht, dass Syrien und Russland angreift, dass sie dort bleiben, weil sonst muss man sie irgendwo im Westen unterbringen, weil die haben ja für den Westen gekämpft. Und jetzt erwarten die Terroristen, dass wenn sie nicht mehr in Syrien sein können, dass sie dann einen Fluchtort haben. Versteht ihr, was ich sagen will? Das wäre natürlich ein positiver Ausgang, wenn man da zu Verhandlungsergebnissen käme, welches Land die aufnehmen und... Naja. Sie wollen sie ja nicht aufnehmen, sonst haben sie die ganzen Terroristen im Haus. Deswegen wollen sie, dass nicht angegriffen wird, damit die nicht flüchten müssen und sie sie aufnehmen müssen. Versteht ihr? Darum geht's doch. Und deswegen will man den Status quo dort behalten, dass die also bleiben und in Idlib bleiben und vielleicht sogar dann für weitere Angriffe benutzt werden kann, so wie in den letzten 6 Jahren. Aber wenn jetzt die syrische Armee vorrückt, mit Hilfe der russischen Luftwaffe, und dann sie flüchten, dann erwarten natürlich die Terroristen, die ja für den Westen gearbeitet haben, dass die in westlichen Ländern, genau wie die weißen Helme, aufgenommen werden. Nur die Länder wollen die nicht. Die wollen sie nicht jetzt im Haus haben. Das ist die sogenannte unbeabsichtigte Konsequenz der ganzen Terrorunterstützung. Ja? Die müssen ja irgendwo hin. Ja. Ich bin sicher, dass Deutschland und Frankreich und England und Amerika, die Bevölkerung dort, wird sicher nicht akzeptieren, wenn es plötzlich heißt, wir müssen jetzt 40.000 Terroristen auf die Länder verteilen und Deutschland muss jetzt ein paar Tausend von denen aufnehmen. Das bringen die doch gar nicht durch. Nee, das ist die Integration von größerer Menge Zuwanderern in kurzer Zeit, hat man ja gesehen, ist in Deutschland noch sehr verbesserungsfähig. Selbst bei ganz normalen Leuten. Terroristen, ja, natürlich. Die gekämpft haben. Ja, selbst bei ganz normalen Leuten tut Deutschland sich schwer. Und genau.
Und das ist meiner Meinung nach der Grund für diese ganzen Drohungen, damit ja kein Angriff ist und damit die Terroristen in Idlib bleiben können, damit der Status quo bleibt. Das ist der ganze Grund, warum. Und außerdem, wenn jetzt wirklich Idlib befreit wird von den Terroristen, dann hat ja Assad gewonnen. Ja, und das wollen sie partout nicht zulassen. Und auch die russische Intervention, die Russen haben dann auch gewonnen, ja. Und das wollen sie alles verhindern mit diesen Drohungen, dass ja nicht vorgerückt wird und Idlib befreit wird. Wenn man jetzt sagt, die Gruppen, die als weniger radikal gelten, oder man möchte, dass sie als weniger radikal gelten, weil sie einen grünen Streifen in der Flagge haben und nicht zu ISIS oder Al-Qaida gehören, da gibt es ja auch die Möglichkeit mit dem Versöhnungszentrum, dass sie ihre schweren Waffen abgeben oder ihre Waffen komplett abgeben und eine Chance haben, straffrei rauszukommen und sich normal ins Leben zu integrieren. Das dauert sicherlich seine Zeit, aber da die Al-Nusra-Front ja nicht das ganze Gebiet kontrolliert, wäre es doch bestimmt möglich, dass nach und nach eine ganze Menge von denen dann ihre Waffen niederlegen und dann entweder über die Türkei oder über Syrien aus von den syrischen Regierungstruppen gehaltenen Gebiete Idlib verlassen und wieder ein normales Leben beginnen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Ja, aber Volker, das hat man ihnen ja schon angeboten, denn sie haben sich ja diese Entscheidung, wollen sie jetzt mit in die Versöhnungsprogramm eintreten oder wollen sie jetzt nach Idlib flüchten? Diese Offerte hat man ihnen doch schon lange gemacht und deswegen sind sie nach Idlib. Deswegen, die wollen ja gar nicht ihre Waffen abgeben. Ja? Ich sehe auch das Problem, dass sie auch die meisten von diesen Dschihadisten auch die Ideologie der Moslembrüder haben, vom globalen Kalifat träumen. Und zumindest ISIS und Al-Qaida haben ja von den Moslembrüdern die Ideologie bekommen, sich da an der islamischen Offenbarungsgeschichte zu orientieren. Also dass sie gezielt die dort prognostizierte Endschlacht anstreben. Und das ist natürlich brandgefährlich, wenn die Leute denken, dass das was Gutes wäre und Allah würde ihnen dann schon helfen. Und dass die dann sehenden Auges dazu beitragen, einen Weltkrieg auszulösen mit ihren Aktionen. Ja, die Türkei will sie ja auch nicht. Der Erdogan weigert sie ja, über die Grenze zu lassen. Also das ist ja das Problem, dass jetzt diese ganzen, diese sogenannte Syrien-Koalition hat. Sie haben da ein Monster geschaffen, wo 6 Jahre lang versucht hat, den Assad zu stürzen. Das Ganze ist aber in die Hosen gegangen. Die syrische Armee hat mit Hilfe der Hezbollah und mit Hilfe von den Russen die meisten Teil von Syrien befreien können. Und jetzt bleibt Idlib übrig. Und jetzt sind die da in diesem Kessel drinnen. Und man weiß gar nicht, wo man sie hintun soll. Das ist das große Problem für die. Ja, an das haben sie ja nicht gedacht. Dass wenn der Moor seinen Dienst erfüllt hat, was sie dann mit dem Moor machen sollen. Ja? Hier auf westlicher Seite haben wir auch das Problem, ich meine, es ist ja nicht normal, wenn irgendwo ein tatsächlicher oder vermeintlicher Chemiewaffenzwischenfall ist, dass man dann einfach meint, andere Länder angreifen zu können, am Sicherheitsrat vorbei. Und das kommt von einer Studie, von dem Think Tank Carnegie Endowment for International Peace aus dem Jahr 1992, die hieß Self-Determination in the New World Order. Also Anfang der 90er haben ja jede Menge Think Tanks den Begriff Neue Weltordnung aufgegriffen und daran anknüpfend ihre Vorstellung präsentiert. Und die hatten halt die Vorstellung, dass man sich einmischt in andere Länder Streitigkeiten, sogenannten Selbstbestimmungsbewegungen, welche Art die auch immer dann jeweils sind, die unterstützt oder auch die anderen, die fremden Regierung gegen die unterstützt, je nach Interessenlage, und dann eben schon bei schweren Menschenrechtsverletzungen da als letztes Mittel sogar schon militärisch einzugreifen, am Sicherheitsrat vorbei, wenn der Sicherheitsrat nicht mitspielt. Das ist in dieser Ideologie drin und da kommt das her. Und wir haben eine Idee, wie man das entschärfen kann.
Okay, und die lautet? Ja, diese Ideologie der humanitären Intervention gibt es nirgendwo praktisch auf UNO-Ebene irgendwo verbindlich. Was es gibt, ist die sogenannte Schutzverantwortung. Also wenn Verbrechen an der Menschlichkeit oder Völkermord begangen wird und man das verhindern will oder beenden will, aber das geht nur mit Zustimmung vom UNO-Sicherheitsrat. Das ist eine einstimmige Resolution der UNO-Vollversammlung aus 2005. Während die humanitäre Intervention gerade dafür da ist, den Sicherheitsrat zu umgehen und schon bei einer niedrigeren Schwelle. Und unsere Idee ist, dass es ein Gutachten braucht vom Internationalen Gerichtshof, wo es darum geht, ob dieses Verhalten mit der UNO-Charta und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vereinbar ist, was man hier humanitäre Intervention nennt. Man kann natürlich nicht eine Ideologie in so einem Rechtsgutachten auf den Prüfstand stellen, sondern natürlich nur, wenn es entsprechende völkerrechtliche Vorschriften dazu gibt. Die gibt es zum Beispiel bei der EU, aber die handelt ja hier nicht. Oder ein bestimmtes Handeln. Und unsere Idee ist, dieses Handeln, was hier jetzt beabsichtigt ist, für den Fall, dass es diese Chemiewaffenangriffe gibt und oder dass man meint, dass es sie gibt. Und entweder dazu eine Frage zu stellen oder zu dem, was Großbritannien, USA und Frankreich schon im April gemacht haben. Und würde man jetzt die Frage stellen zu dem, was jetzt geplant ist, dann könnte sie unserer Meinung nach wie folgt zum Beispiel lauten. Inwieweit würden Luftangriffe durch die USA, Großbritannien und Frankreich gegen Syrien im Falle eines Chemiewaffenzwischenfalls in Syrien gegen das Angriffskriegsverbot in Klammern Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta, gegen den Ranganspruch der UNO-Charta in Klammern Artikel 103 UNO-Charta, gegen die Zuständigkeiten des UNO-Sicherheitsrats Kapitel 7 UNO-Charta und gegen das Verbot der Instrumentalisierung von Menschenrechten gegen die UNO-Charta in Klammern Artikel 29 Nummer 3 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verstoßen. Das dauert natürlich, so ein Gutachten zu machen, und es dauert auch, so einen Antrag zu stellen, aber wir haben über 190 Staaten auf der Welt. Wenn auch die Regierung nur eines Staates rechtzeitig ankündigt, wir wollen so ein Gutachten beantragen, dann würde das ein Zeichen setzen, was die Wahrnehmung auch dieser drei mächtigen Staaten, USA, Frankreich und Großbritannien, weg von der Eskalation und hin zur Rechtsstaatlichkeit bringen kann. Die wollen nicht, okay, als die Bösen dastehen. Okay, ich verstehe. Jetzt ist es so, dazu gibt es zwei Fragen. Erstens einmal, warum hat das noch kein Staat gemacht? Zweitens, wie kann man einen Staat dazu motivieren, es zu machen? Die Frage, warum hat das noch kein Staat gemacht, das ist vielleicht auch Rücksichtnahme oder weil man meint, man kriegt das vielleicht diplomatisch hin, mit niedrigschwelligeren Maßnahmen, ohne sich selber so öffentlich zu exponieren und in die Kritik der Staaten, die die humanitäre Intervention dann noch für sich anwendbar haben wollen, zu geraten. Oder vielleicht, weil andere Staaten das auch schon mal genutzt haben. Aber hier sehen wir, wir haben steigende Weltkriegsgefahr. Es muss ein Zeichen gesetzt werden. Wie kann man eine Regierung bewegen? Ich glaube, wenn man zeigt, wie groß die Eskalationsgefahr ist, und es ist das sanfteste Mittel, und es ist ein rechtliches Mittel. Was wichtig ist, es braucht eine einfache Mehrheit in der UNO-Vollversammlung. Und das Schöne ist, es ist friedlich, es ist kein Strafrecht, hier wird nicht mal die Schuldfrage gestellt, sondern es geht nur darum, ob das rechtmäßig ist. Ja, ich meine, wie gesagt, habt ihr da irgendwelche Schritte vor, indem ihr zum Beispiel die Botschaften kontaktiert und darauf hinweist, sie sollen das machen, oder wie will man da vorgehen? Also ich denke, man sollte so sanftmütig wie möglich formulieren, Respekt vor jedem, vor jeder Regierung, vor jedem Menschen, und rein auf der Sachebene bleiben. Und ich halte es für sinnvoll, auf die Botschaften zuzugehen oder direkt die Regierung ohne Schuldzuweisung. Hier soll ein Problem gelöst werden und darum bitten, eine solches Gutachten in der UNO-Vollversammlung zu beantragen und vor allem rechtzeitig anzukündigen, dass man das machen will, um den Blickwinkel der amerikanischen, der britischen und der französischen Regierung auf die Rechtsstaatlichkeit zu legen.
Ja, das wäre ein Weg. Nicht? Das Problem ist nur, dass uns die Zeit davonläuft. Ne? Für eine Ankündigung wäre noch genug Zeit und das würde genug Wirbel machen. Einen solchen Antrag zu formulieren mit Begründung, das würde etwas lange dauern und es braucht ja Verhandlungen, eine einfache Mehrheit in der Vollversammlung dann zu haben, dass das überhaupt beauftragt wird. Das reicht ja nicht der Antrag eines Landes, aber es reicht eine einfache Mehrheit von den Ländern, die dann bei der Sitzung der Vollversammlung gerade da sind. Ja, ich meine, mich wundert ja bei den 200 Mitgliedsländern der UNO, wovon ja nur knapp 20 bilden ja den sogenannten Westen, ja, und die anderen 180, warum da niemand draufkommt, das zu machen, ja. Das ist eine gute Frage. Es gab vielleicht auch eine Menge Länder, die sich schon mal in anderen Ländern eingemischt haben, aber sich diese Möglichkeit offen zu halten, was vielleicht manche wollen, das Problem ist, ja, werden sie denn eingeschüchtert, dass sie das nicht wagen dürfen, oder wie? Ich denke mal, viele meinen wahrscheinlich, es wird schon noch gut gehen und da braucht man ja nicht anecken bei so mächtigen Ländern und kriegt man doch alles mit Diplomatie noch hin und die werden schon alle vernünftig sein. Und ich glaube aber, dass das hier nicht ausreicht. Das ist, ich sag mal, gibt ein Modell der menschlichen Psyche nach Carl Gustav Jung und so ein Schalenmodell. Und bei dem ist in der Mitte der menschlichen Psyche die Wahrnehmung. Und Gedanken und Gefühle sind weiter außen. Und es ist ziemlich mächtig, wenn man die Wahrnehmung auf etwas anderes lenkt, dann haben die Menschen, wenn die sich auch anderen Gedanken zu und machen auch dann andere Handlungen. Und darum geht es uns, erstmal die Wahrnehmung auf die Rechtsstaatlichkeit zu lenken. Und wenn nichts passiert, was die Wahrnehmung wieder auf die Rechtsstaatlichkeit verschiebt, nicht rechtzeitig, dann verlieren wir alles. Und das, was man hier als Risiko eingeht, das ist vielleicht eine vorübergehende diplomatische Verstimmung und hinterher werden alle dankbar sein. Das ist völlig richtig. Das Problem ist aber, dass jetzt, es ist ja absolut sicher, dass die syrische Armee und die syrische Regierung und auch Russland jetzt diese letzte Bastion, wenn man sie nennen kann, der Terroristen auch noch befreien will. Und aus dem Grunde wird ein Vorrücken stattfinden. Die Frage ist ja nur noch, es kann sich um Stunden handeln oder nur noch um ein paar Tage, ja. Und wenn dann aber diese Viererbande wirklich dann das als Vorwand nimmt, um dann Syrien anzugreifen, dann kann natürlich passieren, dass die Russen sich nicht mehr zurückhalten wie bisher. Ja? Und dass es dann tatsächlich einen Konflikt zwischen Russland und diesen vier Ländern kommt. Und das wäre ja die absolute Katastrophe. Ja klar, das wird keiner überleben. Ich meine, wo noch ein denkbarer Haltepunkt wäre, aber darauf sollte man bloß nicht vertrauen, die Russen haben laut einem Artikel von Sputnik News auch erheblich die Zeit genutzt, um die syrische Luftabwehr zu verbessern. Ja. Aber der nationale Sicherheitsberater der USA hatte ja angedeutet, ich meine, es war am 22.8., dass diesmal die Luftangriffe deutlich mehr sein würden als im April diesen Jahres. Richtig, ja. Ja, deswegen, also das wäre ja, das würde ja unter dem Punkt Verteidigung laufen, dass also dieser Angriff abgewehrt wird, aber er findet ja trotzdem statt. Und vielleicht rutschen ja ein paar Raketen durch, die man nicht abfängt. Bei einer früheren Gelegenheit, ich meine, das wäre April 2018 gewesen, haben auch die Russen gesagt, irgendwo was Richtung rote Linien, unter anderem, dass keine russischen Truppen getroffen werden dürfen. Und das genau wird ja unter anderem auch überlegt, ob man das machen will.
Ja, aber ich glaube, diese Geschichte, dass Russen nicht getroffen werden, das haben sie mittlerweile sogar schon aufgegeben, weil sie drohen ja dauernd. Ja. Und der Trump hat ja jetzt mehr Soldaten nach Syrien geschickt, also er baut ja die Anzahl Soldaten und Militärgeräte aus. Und es sieht so aus, als wenn die ja permanent in Syrien bleiben wollen. Ja, obwohl es ja Befreiung von Idlib gar keinen Grund mehr gibt. Ja. Die Kurden verhandeln ja schon mit der syrischen Regierung. Es ist einfach so, dass im Moment halt die Situation sehr explosiv ist und jederzeit losgehen kann. Und das ist ja das Gefährliche an der ganzen Sache, dass ich da, ich habe ja in einem Artikel geschrieben, es kann doch nicht sein, dass ein Weltkrieg stattfindet wegen Idlib, ja, weil auf das kommt es ja hinaus. Ich denke, es ist Ideologie der humanitären Intervention und bei den Dschihadisten ist es die Armageddon-Ideologie und das ist brandgefährlich. Und bisher ist man damit durchgekommen, aber wenn man sich anschaut, wie viele Schiffe die Russen verlegt haben und was für Riesenmanöver unter anderem mit China zusammen jetzt gemacht haben, das sieht noch ein wenig ernster aus, als es im April 2017 oder April 2018 war. Ja, die Frage ist jetzt, ob die Syrer und auch die Russen verstehen, um was es geht, weil, wie ich es vorher gesagt habe, also dass es darum geht, dass wenn jetzt Idlib befreit wird und dann 30 bis 40.000 Terroristen irgendwo untergebracht werden müssen, die müssen ja irgendwo einen Fluchtort haben, die müssen ja irgendwo hin. Dass sie sich zurückhalten und erstmal versuchen, diese Terroristen irgendwo, was weiß ich. Das Problem ist ja, vorher hat man ja die Terroristen, wenn man sie nicht mehr in einem Land gebraucht hat, hat man dann in einem anderen Land den Terror angefangen. Ein typisches Beispiel war ja Libyen. Denn nachdem Gaddafi erledigt war, hat man die ganzen Waffen und Terroristen nach Syrien gebracht, über die Türkei. Das heißt, man hat dann dort das Chaos angerichtet und hat dann in Syrien angefangen mit dem Nächsten. Die Frage ist, es gibt im Moment kein Land, wo man jetzt einen neuen Terrorkrieg anfangen kann. Ja? Also wo man sie hinbringen könnte. Ich meine, wäre das Jemen oder wo? Ich denke, die Leute könnten sich nützlich machen, indem sie auspacken. Ja, so denken wir. Aber auf was ich hinaus will, ist ja, das sind doch alles Söldner, die im Auftrag der Amerikaner in Länder einsickern und dort Terror machen, um einen Regimewechsel zu bewirken. Ja? Und im Moment sieht es danach aus, wie wenn es kein Land gibt als neues Ziel. Ich meine, ein neues Ziel ist definitiv Iran. Aber wie will man die dorthin bringen? Ja. Naja, es gibt ja verschiedene Länder, wo ISIS auch aufgetaucht ist. Ich weiß es nicht, aber ich würde das keinem Land der Welt wünschen. Ich denke mir, weißt du, wenn es kleinere Gruppen wären, da wäre ja eine Kronzeugenregelung etwas Sinnvolles. Aber wie viele Kronzeugen will man haben? Man muss nicht so viele Kronzeugen haben, um rauszukriegen, wer die jetzt endlich steuert. Wichtig ist jetzt erstmal, dass es die große Eskalation nicht gibt. Und ich finde, ja, aber allein die Tatsache, den Russen und den Syrern verbieten, jetzt die Idlib zu befreien von den Terroristen, zeigt doch, auf welcher Seite oder warum überhaupt es die Terroristen gibt und wer hinter ihnen steht. Ich meine, das ist ja so offensichtlich. Ja? Es ist der Westen, wo dahinter steckt. Schon immer. Das geht ja zurück bis zum Afghanistan-Krieg damals gegen die Sowjetunion.
In den 80er Jahren, da wurden ja die Terroristen erschaffen und von einem Land zum anderen. Ja? Und sie haben immer gedacht, naja, dieses Monster, das wir da benutzen, das kann man dann unter Kontrolle, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Nur jetzt haben sie sie nicht mehr unter Kontrolle. Und deswegen wollen sie nicht, dass die flüchten. Weil die Dschihadisten werden jetzt sagen, ja gut, jetzt sind wir in Syrien fertig, wo gehen wir denn jetzt hin? Und wenn wir nirgendwo mehr hingehen können, dann müsst ihr uns aufnehmen. Die Al-Nusra-Front hat ja der Türkei gedroht, wenn die, je nachdem wie die Türkei sich ihnen gegenüber verhält, dass sie dann auch in die Türkei einfallen würden. Also Al-Qaida in Syrien heißt ja Al-Nusra-Front. Und ansonsten wäre das doch vielleicht eine Lösung, weil Al-Nusra-Front und ISIS, das sind die Dschihadistengruppen, die von auch im UNO-Sicherheitsrat gebrandmarkt sind, wo der Sicherheitsrat sich einig war, dass man sich auf die fokussiert und die trennt von den anderen. Ja. Aber diese sogenannte Trennung zwischen gemäßigsten Terroristen und radikalen Terroristen, das ist ja eine Erfindung vom Westen, die gibt es ja gar nicht. Es gibt nur radikale Terroristen und nichts anderes. Ja? Also was will man denn da trennen? Die sind doch alle gleich. Es gab, also wenn ich das Buch Der schmutzige Krieg in Syrien nehme von Dr. Tim Anderson, da im Liebsten Verlag erschienen, da gab es ja schon mal Versuche, die zu trennen. Und dann haben andere Gruppen sich mit der Al-Nusra-Front solidarisiert. Hat irgendwo nicht ganz geklappt, die zu trennen damals. Aber wenn die sehen, ist es ernst. Weil das ist, wie gesagt, das ist ja nur eine Erfindung vom Westen, dass man sagt, ja, das eine, das sind nur Kämpfer und das andere sind Terroristen. Das ist nicht so, das sind alles Terroristen, ja, und die sind nicht unterschiedlich radikal oder was immer. Ja? Und das war ja nur eine Begründung, um ihnen Waffen liefern zu können, dass man sagt, ja, wir liefern ja nur an die Gemäßigsten. Ich meine, es ist doch mittlerweile, gibt es ja Dutzende Beweise, in den Gebieten, die befreit wurden und dort die Terroristen ihre ganzen Waffenlager zurückgelassen haben, die man dann gefunden hat, dass ja von allen Ländern dort Waffen gefunden wurden, ob das jetzt von Deutschland, Amerika, England, Frankreich und auch Israel hat ja Waffen Terroristen geliefert. Die hat man ja alle gefunden. Ja? Und das ist ja der Beweis, wer hinter denen steckt. Ja? Ja, das eine ist, wo sie hergestellt worden sind, das andere ist, wie sie da hingekommen sind. Naja, man sagt natürlich, ich meine, Deutschland sagt natürlich, ja, wir haben die Waffen ursprünglich nach Katar geliefert und wir können nichts dafür, dass die Kataris sie dann an die Terroristen liefern. Oder wir haben die Waffen an Saudi-Arabien geliefert und jetzt haben die Saudis sie weitergegeben. Oder an Jordanien und so weiter. Das ist doch alles eine dumme Ausrede. Die haben ja von vornherein gewusst, wohin die Waffen gehen. Ja. Und das ist ja, was wir jetzt sehen, ist einfach die nackte Tatsache, dass die Terroristen in Syrien schon immer von Westen unterstützt wurden, mit Waffen beliefert wurden, mit Geld beliefert wurden. Und am schlimmsten war natürlich die Türkei, weil die kamen ja alle über die Grenze von der Türkei her. Ja. Diese ganzen Terroristen wurde ja erlaubt, von der Türkei aus nach Syrien einzusickern. Und jetzt hat man aber das Problem, was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Wo sollen die denn hin? Ja? Und deswegen diese Drohung nicht anzugreifen, damit halt die dort bleiben, in Idlib. Ja? Ich denke, wenn da nicht so viele Zivilisten wären, könnte man die Zivilisten ausreisen lassen und dann sorgen, dass sie von keinem mehr Nachschub kriegen
dann würden die sich auch ergeben. Aber das, man trifft ja selbst dann, wenn man nur belagert, die Zivilbevölkerung. Das ist ja auch das Heftige. Ja, aber die syrische Armee und die Russen haben ja einen Korridor gebildet, wo Zivilisten ausreisen können aus Idlib. Diesen Korridor gibt's ja. Ich habe ja die Videos gesehen, wie sie ankommen und dann mit Bussen weggefahren werden. Also die Zivilisten, die es können, die versuchen ja über diesen Korridor rauszukommen. Nur, nachdem sie rausgekommen sind, wurden sie ja gefragt, was in Idlib los ist. Und dann haben die gesagt, ja, wir werden dort gefangen gehalten. Die benutzen uns als Schutzschilder dort, die Zivilisten. Wir mussten alles liegen und stehen lassen und konnten gar nichts mitnehmen, weil wir mussten auf versteckten Wegen die Flucht suchen. Denn die Terroristen lassen niemand raus. Ja, also ich bekomme gerade so Fliat Antarktis, aber ich glaube, da ist auch nicht die Infrastruktur, da wäre nur noch Platz, aber das ist auch keine wirkliche Lösung. Also mir fällt ausschließlich das mit dem IGH-Gutachten ein, weil wir haben es erlebt, dass wir unsere Verfassungsklagen eingereicht haben. Das hat jeweils für Wirbel gesorgt. Das hat jeweils dafür beigetragen, dass in ganz engen zeitlichen Zusammenhang damit plötzlich öffentliche Äußerungen gemäßigter wurden. Und weil man Angst hatte, das Verfassungsgericht könnte ja möglicherweise vielleicht doch seine Arbeit ordentlich machen. Wer weiß das? Da muss man immer mit rechnen. Und wenn jetzt ein Staat, nicht irgendjemand, der es schafft, eine gültige Verfassungsklage zu schreiben, wenn ein Staat jetzt sagt, wir wollen IGH-Gutachten, das ist natürlich noch ein viel stärkeres Zeichen. Und wenn die anderen Staaten begreifen, wie riskant der gegenwärtige Lage ist, dann müsste es eigentlich ein leichtes sein, eine einfache Mehrheit zu kriegen. Und dann kann man sich ja Zeit lassen mit dem Gutachten, bis darüber zu verhandeln etc. Aber dann stellt man schon mal die Weichen für die öffentliche Meinung in Richtung Rechtsstaatlichkeit und auch, wenn man den Antrag stellt, auch die Aufmerksamkeit unter UNO-Vollversammlung wird dahingehen. Aber ihr habt schon mitgekriegt, was der Bolton vor ein paar Tagen gesagt hat, betreffend dem ICC, den Internationalen Gerichtshof, dass kein amerikanischer Staatsbürger in irgendeiner Weise angeklagt, wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden darf. Da geht es um Strafrecht. Hier geht es schon. Aber was ich sagen will, ist, dass sich gerade die Amerikaner einen Dreck um irgendwelche internationale Institutionen kümmern. Die interessiert das doch gar nicht, was irgendeiner sagt. Weder was die UNO sagt, noch irgendein Gerichtshof oder irgendwer anders in Den Haag oder wo immer. Das interessiert die doch gar nicht. Die machen doch, was sie wollen. Es gibt 200 Millionen Amerikaner und ich als Beispiel bei der Beinahe-Eskalation im August 2013, damals gehörte seine Exzellenz, der damalige US-Außenminister John Kerry, noch zu den Leuten, die damals die Luftangriffe befürwortet haben. Und im Nachhinein hat er sich mal von den Juristen beraten lassen, die dort natürlich als Außenminister zur Verfügung standen, und hat dann hinterher gesehen, dass das eine falsche Entscheidung gewesen wäre und hat das auch Medien gegenüber kundgetan und dass es vor allem rechtswidrig gewesen wäre. Ja, das ist schon richtig, nur der jetzige amerikanische Außenminister, der Pompeo, das ist ja der ehemalige CIA-Chef, den kann man doch nicht mit sowas kommen, der lacht doch drüber. Ja? Das Problem ist, dass der Tiefenstaat in Amerika rund um Trump alle Kriegshetzer gesetzt hat und alle Tauben rausgeschmissen hat. Ja? Die haben ja alle ersetzt durch Kriegshetzer. Rund um Trump. Ja? Deswegen handelt er ja auch so. Er muss, weil er hat ja gar keine andere Wahl. Ja? Denn wenn er selber nicht von sich aus nicht so ist, dann liegt das vielleicht daran, dass ihn
ständig eskalationsbereite Stimmen erreichen, dann wäre es doch mal wichtig, dass ihn auch konstruktivere Stimmen erreichen. Ja, aber die gibt es ja nicht mehr. Die sind ja alle weggeputscht worden. Die ursprüngliche Regierungsmannschaft, die er nach der Wahl zusammengestellt hat, die gibt es doch gar nicht mehr. Die wurden doch alle durch Falken ersetzt. Ja? Die sind doch alle weg. Es gibt keine friedliche Stimme, die sein Ohr hat. Ja? Das ist ja das. Also beim Militär ist das meiner Meinung nach anders. Und eine Exzellenz der Verteidigungsminister ist zwar skeptisch gegenüber Russland, dafür ist er bekannt, aber der hat durchaus schon mal versucht, seine Exzellenz den US-Präsidenten ein wenig zu bremsen. Also der ist nicht einer von denen, die billigend einen Weltkrieg in Kauf nehmen, ist mein Eindruck. Die sind ja schon am Suchen nach einem Nachfolger für ihn. Das ist ja auch bekannt. Die suchen ja schon Nachfolger für ihn. Die wollen den ja auch loswerden. Ja? Und so weiter. Nicht? Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, die wollen unbedingt einen Krieg, egal wie und was. Das ist es ja. Oder? Und da kann man noch so viel mit Recht kommen und noch so viel mit Verhandeln und Diplomatie. Das interessiert die alle nicht. Ja? Also unser Vorschlag ist, diese Frage, die wir hier formuliert haben, entweder zu dem, was jetzt geplant ist, oder zu dem, was im April gewesen ist, inwieweit das eben verletzt das Angriffskriegsverbot, den Ranganspruch der UNO-Charta, Zuständigkeit UNO-Sicherheitsrat, das Verbot, Menschenrechte gegen die UNO-Charta zu instrumentalisieren. Diese Frage, diese beiden Fragen vielen Leuten bewusst zu machen und die Leute zu bitten, dass sie damit an ihre Regierung herantreten, mit dem Ersuchen, dass sie das doch diese Fragen oder noch bessere Fragen bei der UNO-Vollversammlung einbringen, dass da ein Gutachten gemacht wird. Aber wir denken, das sind die entscheidenden Fragen. Ja gut, das heißt also, ihr wollt über bekannt machen eurer Idee, andere Leute dazu bringen, dass sie über ihre Regierungen dann intervenieren, ja? Ja. Ja. Klar, man kann die Regierung natürlich nur bitten, aber ich habe schon die Hoffnung, wir haben doch, war das letztes Jahr oder sogar dieses Jahr, ist ein Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Da sind zwar die Atommächte nicht mit dabei, aber ganz viele Länder, das hat man auch lange für nicht für möglich gehalten, und ein gewisses Bewusstsein in der Richtung, wie gefährlich das ist mit den Atomwaffen, ist bei ganz vielen Ländern vorhanden. Und wenn man sich anschaut, welche Staaten diesen Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet haben, das könnten doch Ansprechpartner sein. Zum Beispiel Österreich gehört mit zu den Initiatoren, wäre vielleicht möglich, oder Neuseeland, die bereit wären zu sagen, diese humanitäre Intervention, diese Ideologie muss vom Tisch, beziehungsweise es muss zumindest so eingegrenzt werden, dass man nicht mehr das für Angriffskriege missbrauchen kann zur Umgehung des Sicherheitsrats. Naja gut, vielleicht hilft dir dann diese Aufzeichnung unseres Gesprächs, das unter die Leute zu bringen und dass da irgendwelche Initiativen daraus folgen. Ne? Das ist meine Hoffnung, und ich kann mir gerade vorstellen, dass zum Beispiel Österreich im deutschsprachigen Raum ein Land ist, wo man vielleicht die Herzen von Regierungsmitgliedern erreichen kann, denn die haben so viel getan, dass es den Atomwaffenverbotsvertrag gibt, und sich ich kann mir vorstellen, dass es da zum Beispiel in der österreichischen Regierung ein Bewusstsein dafür gibt, dass dieser Schritt, dieses IGH-Gutachten jetzt erforderlich ist. Genau. Ja gut, dann hoffen wir, dass man da was erreichen kann, aber in der Zwischenzeit können wir auch praktisch dafür beten, dass da nicht wirklich die Explosion in Syrien stattfindet, oder? Und dass es dann nicht zu spät ist. Das sehe ich genauso. Übrigens, ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen bei PravdaTV.com. Die beschäftigen sich teilweise auch so mit menschlicher Psyche und Erdmagnetfeld und solchen Sachen. Und interessant ist, also als mögliche Erklärung, da denken Naturwissenschaftler auch drüber nach,
Wie kann das sein, dass Menschen so praktisch einen und den gleichen Impuls haben, ohne miteinander gesprochen zu haben, und dass praktisch die Gefühlslage praktisch eines Menschen, in welcher Stimmung der ist, dadurch, dass es interagiert mit dem Erdmagnetfeld und das wiederum mit von anderen Menschen, dass das auch dazu beitragen kann, dass auch ein Bewusstsein sich verändert. Wenn ganz viele Menschen für den Frieden beten, kann das, hat das ein Potenzial, dass ja ganz viele Menschen, selbst unabhängig davon, ob es eine Antwort von Gott gibt, viele Menschen friedlicher werden. Also selbst schon allein durch eine naturwissenschaftliche Sicht, also kann Beten durchaus etwas beitragen. Ja, okay. Ja gut, danke für eure Idee und euren Vorschlag, und hoffen wir, dass das auch dann irgendwie Wirkung hat und umgesetzt wird. Ne? Und man kann ja auch öffentlich beten, und wenn das die Mächtigen mitkriegen, kann es auch das ihre Herzen erreichen, dass sie sagen, hier, wir müssen mutig sein und vorangehen und für den Frieden tun. Ja, richtig, ja. Aber ich denke, das Wichtige ist, wirklich hier dieses Zeichen zu setzen und dem Internationalen Gerichtshof das abklären zu lassen und es rechtzeitig anzukündigen. Ja. Ja gut, vielen Dank für das interessante Gespräch, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Alles Gute.